Champions League FC Barcelona vs FC Arsenal, von Sankenzi Selzankenzi. Autor de Selzankenzi. Mein Tipp. FC Barcelona gewinnt mit 3:1. Nachdem FC Arsenal im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League einen 2:1 Heimsieg über FC Barcelona gefeiert hat, ist das Rückspiel im Nou Camp Stadion für alle Fußballliebhaber ein wohl am meisten erwartetes Spiel in den letzten 20 Tagen. Wir wissen, dass FC Barcelona in den letzten Jahren sehr attraktiv zu Hause spielt, vor allem gegen die größten Teams, und das haben sie im Spiel gegen Real Madrid in weniger als 3 Monaten sehr gut demonstriert. Die Londoner haben sich einen Vorteil aus dem Hinspiel gesichert und sie werden versuchen, sich für die letztjährige 4:1 Niederlage gegen FC Barcelona, und zwar gerade in diesem Stadion, zu rächen und für die 2:1 Niederlage vor 5 Jahren im Finale der CL ebenfalls. Beginn, 8.3.2011, 20:45 Uhr. Der FC Barcelona hat damals seinen 2. Titel des Europameisters geholt und vor 2 Jahren haben sie diesen Erfolg wiederholt, als sie den englischen Verein Manchester United im Finale bezwungen haben. So hoffen sie, dass sie im Mai dieses Jahres das 4. Mal der Europameister werden. Um dies zu erreichen, müssen sie zuerst im Duell gegen FC Arsenal siegen. Im Hinspiel haben sie die Londoner überrascht, als sie im Abschluss des Spiels 2 Tore geschossen haben, Van Persie und Ashrafin, und das Spiel zu ihren Gunsten entschieden haben. Bereits nach diesem Spiel hat der Trainer Guardiola erklärt, dass das Rückspiel sehr angespannt und ungewiss sein wird, aber er ist es sich ganz sicher, dass seine Schützlinge trotzdem einen überzeugenden Sieg feiern werden. Vor ein paar Tagen hat er gemeint, dass sie mit einer minimalen Führung nicht zufrieden sein werden, denn so ist ihnen das Weiterkommen nicht ganz sicher, sondern sie müssen mindestens einen 2-Tore-Vorsprung erzielen und das sollte ihnen mit Messi und Kompagnon nicht so schwierig zu erreichen sein. Da ihre Stürmer die ganze Saison über eine gute Spielform aufweisen können, freut sich der Trainer Guardiola sehr, dass seine Abwehrspieler auf der Höhe sind. Nach dem Spiel gegen FC Arsenal haben sie 4 Meisterschaftssiege verzeichnet und in diesen 4 Begegnungen haben sie nur ein Gegentor kassiert. Sie befinden sich 7 Punkte im Vorsprung auf Real Madrid und es wäre wirklich ein Wunder, wenn sie den Titel nicht holen würden. In der Begegnung mit FC Arsenal werden nur von früher verletzten Jeffrey und Puyol, sowie der gesperrte Piqué ausfallen. Er soll durch Milito ersetzt werden. Voraussichtliche Aufstellung: Barcelona, Valdes, Dani Alves, Milito, Abidal, Maxwell, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Pedro. Der Mannschaft aus London ist es nicht gelungen, 2 aufeinanderfolgende Niederlagen von Manchester United zu ihren Gunsten auszunutzen, um dem Tabellenanführer ein Stück näher zu kommen. So haben sie am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Sunderland nur ein Remis im eigenen Stadion erzielt und jetzt sind sie 3 Punkte im Rückstand auf die Roten Teufel. Diesen Rückstand können sie im Nachholspiel gegen den Stadtrivalen Tottenham Hotspur aufholen. Obwohl sie überraschend die Chance in der Premier League bekommen haben, um den Titel zu kämpfen, sind sie mit ihren Gedanken momentan beim Spiel gegen FC Barcelona. Allerdings müssen die Schützlinge des Trainers Wenger ein sehr kämpferisches und kluges Spiel spielen, wenn sie sich ins Viertelfinale der CL qualifizieren möchten. Vor allem im Mittelfeld, wo die Spanier am stärksten sind und wo kaum eine Mannschaft mithalten kann, müssen sie ein gutes Spiel absolvieren. Deshalb ist es für den FC Arsenal sehr wichtig, dass der junge Wilshere und der Kapitän Fabregas dabei sind. Sie waren nämlich für diese Begegnung fraglich, weil sie sich in den letzten beiden Spielen leicht verletzt haben. Son wird von der ersten Minute an wahrscheinlich von Diaby ersetzt. Außer Son werden noch die Stürmer Walcott und Van Persie, der Verteidiger Vermeulen und der Torwart Fabianski ausfallen. Der Trainer Wenger hat sehr gute Alternativen auf diesen Positionen und so wird der FC Arsenal mit einer respektablen Besetzung im Nou Camp Stadion auflaufen. Voraussichtliche Aufstellung: Arsenal, Szczesny, Sagna, Koskielny,
Juro, Klicke, Diabe, Wilshire, Nasri, Fabregas, Arshafin, Bendtner. Das hohe Tempo, das die Spanier gegen fast alle Teams im eigenen Stadion aufzwingt, sollte ein großes Problem für die Gäste darstellen, und so hat man in ihrem Lager bereits angekündigt, dass sie nicht nur verteidigen werden, sondern dass sie mit einem offenen und offensiven Spiel versuchen werden, ein positives Ergebnis zu erzielen. Mit einer solchen Spieleinstellung hat kaum ein Verein eine Chance gegen die verspielten Spanier, die sogar drei weltbesten Spieler in ihren Reihen haben. Wenn sie auf der Höhe des Geschehens sein sollten, werden die Zuschauer im Nou Camp eine großartige Vorstellung ihrer Lieblinge genießen können.